Hallo und willkommen bei mir, ich bin der Steffenspieler und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Teamcraft. Heute bin ich alleine, wie ihr schon seht, und das ist auch nicht wirklich schlimm, weil, naja, ihr werdet es glaube ich sehen. Und wann gleich? Naja, nach dem Intro, man kennt's doch. Wie immer. So, ihr fragt euch sicherlich schon, okay, fragt ihr euch wahrscheinlich nicht, was habe ich denn heute vor? Das könnt ihr jetzt sehen. Und zwar, wir werden eine Eisenfarm aufbauen, weil, ja, sie braucht Eisen und entweder wir gehen sehr viele Folgen meinen oder wir machen eine Eisenfarm. Und da habe ich mich entschieden, dazu eine Eisenfarm zu bauen. Und dafür müssen wir 6 Villager fangen, ein Zombie fangen, einen Nametag farmen und dann können wir das auch aufbauen. Und mit wir meine ich ich. Ja. Und da ich nicht unbedingt eine 2- oder 3-Stunden Folge machen möchte, werde ich dann einfach während ich suche, zwischendurch auf in OBS auf Pause, auf eine Pause drücken. Yay. Und dann sollte das ja gehen. Und ja, dann mache ich erstmal die hier weg. Und ich denke, ich gehe als allererstes mal hier hin. Weil hier ist ein Village. Und wo ein Village ist, da findet man auch Villager. Und währenddessen kann ich auch mal das hier sehen, weil das ist eine tolle Blumeninsel. Heißt hier, mache ich einfach mal Village. Und hier. Blumen. Hin. Und schon sehe ich hier Blumen. Und da hinten ist das Village. Was man halt so was man gerade schlecht sieht wegen dem. Wegen dem Shader. Und somit sage ich bis gleich. Ich bin hier gerade schon in der Blumeninsel angekommen und. Holy shit, das sieht halt mal mega schön aus. WTF. Das sieht halt echt einfach nur nice aus. Also tatsächlich, ja, ist nicht mal hässlich, ist halt echt extremst schön. Yay. Naja, jetzt nur noch zum Village. In welche Richtung geht das eigentlich? Nein, da ist das Haus. Ach, da in die Richtung da. Gut zu wissen. Bis, gleich. So, ich bin jetzt im Village angekommen. Habe auch schon mal Nacht übersprungen, indem ich geschlafen habe, ja. Und jetzt, hole ich mir auf jeden Fall schon mal Grindstone und so, weil das brauchen wir lustigerweise auch. Und wir werden auch ein paar Villager entführen. Weil so funktioniert das. Ja, das ist ja schon gelootet. Aber dich brauche ich auch. Ja, das sollte jetzt eigentlich dann passen. Dann baue ich gerade nochmal die hier ab. Weil ich es kann. Na, und jetzt heißt es dann nur noch, eine Fackel. So. So. Und. Man kann die. Doch, man kann die eigentlich nehmen. Ich weiß, dass man die eigentlich nehmen kann. What? Danke. Moment. So, ich bin. Es ist jetzt so ungefähr eine Stunde vergangen.
Und wir haben es mit der Config hinbekommen. Endlich kann ich die jetzt hochheben. Das war ziemlich lustig zu machen. Ich hasse es. Juhu. Auf jeden Fall werde ich jetzt die hier zu unserem Haus dort drüben hinbringen. Und ja, das mache ich jetzt. Und ja, off-cam, weil ich meine, es sind ja schon 6 Minuten vergangen. Und ich habe ja heute noch ein bisschen was mehr vor. Also sehen wir uns dann mit 6 Villagern bei uns im Haus. Holy shit. Ich hab jetzt ein Fuchsbaby. Ist ja nicht süß. Oh, ja, du ja, lieber Kleiner. Ich möchte nicht, dass du mir abhaust, aber das Problem ist, hier könntest du abhauen. Erstmal schlafen. Erstmal schlafen. Das ist erstmal ganz wichtig. Schlafen. Das ist sehr wichtig. So, wohin bringe ich dich, dass du mir nicht abhaust? Nein, hau nicht. Lauf nicht so nervig rum. Wir haben jetzt leider keinen weißen, aber ein Orangen ist auch wunderschön. Haben wir irgendwo eine. Ne, wie heißen die Dinger? Ich weiß es gerade nicht. Also suche ich einfach danach. Ja, wir haben tatsächlich eine Lead. Dann brauche ich nur noch. Ich weiß, dass man die an. Wir haben ernsthaft keinen Fans. Nö. So bleibst du jetzt. Wir haben jetzt einfach ein Fuchsbaby. Woohoo! Die Dinger sind sausüß. Holy shit. Ah. Dann können wir auch hier bald mal so eine Sweetberry Farm machen. Weil die Dinger lieben ja Sweetberries. So, dann mache ich mich mal wieder auf den Weg, ne? Bis gleich. So. Wie ihr seht, habe ich jetzt 1, 2, 3. Hier. Ah ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Villager hier. Und da, und wie ihr auch wisst, ich brauche 6. Bedeutet, das ist schon erledigt. Und das Problem ist, ich werde jetzt nicht mehr in dieser Folge machen, weil ich sitze an dieser Folge jetzt schon fast 2 Stunden. Und ich brauche echt langsam eine Pause. Und daher werden wir höchstwahrscheinlich den Rest. Ja, wahrscheinlich mit Yasuo dann zusammenbauen. Aber immerhin kann ich gerade noch zeigen, was Tolles passiert ist. Und zwar, ich habe ja einen Fuchs gefunden. Beziehungsweise nicht direkt gefunden. Dann hier. Das hier ist mein Fuchs. Oder, keine Ahnung. Und also einer von den beiden ist mein Fuchs und der andere ist ein wilder Fuchs. Und die können abhauen. Dann werden wir nochmal sehen, wie wir das machen. Aber erstmal muss ich sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage dann mal Tschüss.